Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute Kartoffel-Kohlrabi-Rösti machen und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht etwa 500 Gramm Kartoffeln, einen Kohlrabi, Lauchzwiebeln, ungefähr 100 Gramm geriebenen Käse. Ich verwende hier Gouda, aber es geht auch so gut wie jeder andere. Salz, Pfeffer. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr noch ein oder zwei Tomaten mitverwenden. Als erstes nehmt ihr jetzt die Kartoffeln und kocht sie. Das mache ich jetzt im Hintergrund und dabei bereiten wir die anderen Zutaten vor. Und dabei beginnen wir mit dem Kohlrabi. Den schälen wir und dann halbieren wir ihn und schneiden ihn in etwa 5 mm, 6 mm dicke Scheiben. Die Tomaten schneiden wir ebenfalls in Scheiben. Und die Lauchzwiebel in Ringe. Wenn die Kartoffeln dann fertig gekocht sind, lasst ihr sie idealerweise ausdampfen, bevor ihr weitermacht. So, jetzt werden die Kartoffeln natürlich noch geschält und dann aufgerieben, damit man schöne Rösti machen kann. Dann werden sie mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und nachdem man das Ganze dann gemischt hat, geht es auch schon auf den Herd. Als nächstes geben wir jetzt ein bisschen Butterschmalz in eine Pfanne und dann formen wir aus dem Kartoffelteig Röstis ungefähr im Durchmesser von 5 cm. Und während wir die Röstis braten, geben wir in einen Topf mit kochendem und gesalzenem Wasser den Kohlrabi und kochen den, bis er weich ist. Und dann im nächsten Schritt, wenn wir die Röstis umgedreht haben und die schön Farbe haben, legen wir die Tomaten, den Kohlrabi und auch die Lauchzwiebeln auf die Rösti, bestreuen das Ganze mit Käse und legen dann einen Deckel auf die Pfanne, wo wir das Ganze dann etwa 10 bis 15 Minuten überbacken lassen. Dabei ist wichtig, dass ihr das Ganze nicht zu hoch einschaltet, weil euch die Rösti sonst verbrennen. So, das war's jetzt zu den Rösti. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze jetzt in meiner Variation nachmachen möchtet, findet ihr das Rezept auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist unten in der Infobox. Und ansonsten würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir in die Kommentare oder Social Media technisch schreibt, wie euch das Ganze geschmeckt hat oder auch gerne, welche Abwandlungen ihr gemacht habt. Mich würde es interessieren und ich würde mich riesig darüber freuen. Und ansonsten habe ich eigentlich nur noch das Video, was ich letzte Woche gemacht habe. Das waren die Nussschnecken, die sind hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!